Hallo! Von der Cancel Culture behaupten einige Leute hartnäckig, es gebe sie gar nicht. Was ist dann bloß an der Universität Erlangen passiert, wo gerade einer der bekanntesten Althistoriker des Landes ausgeladen wurde? Dazu eine Kolumne von Jan Fleischauer mit dem Titel Der Fall Egon Fleig: Die Cancel Culture schlägt wieder zu, vom 28.07.2023. Viel Spaß! Die alte Geschichte ist eine stille Wissenschaft. Die Gegenstände, mit denen sie sich beschäftigt, sind seit langem tot. Tote Völker, tote Steine, tote Sprachen. Nichts, womit man Aufregung oder gar Empörung auslösen könnte, sollte man meinen. Wie man sich doch täuschen kann. Vor zwei Wochen war der Althistoriker Egon Fleig an der Universität Erlangen eingeladen, um mit einem Abendvortrag ein Symposium zum Thema Freiheit zu eröffnen. Fleig ist einer der wenigen Vertreter seines Fachs, die auch außerhalb der Fachwelt bekannt sind. Bis zu seiner Emeritierung hatte er den Lehrstuhl für Alte Geschichte in Rostock inne. Noch immer ist er regelmäßig in großen Zeitungen mit Aufsätzen vertreten. Vor wenigen Monaten erst erschien von ihm ein vielbeachteter Text, mit dem er sich in die Postkolonialismusdebatte einmischte. Fleig wies in dem Artikel darauf hin, dass der Sklavenhandel nicht nur weiße, sondern auch schwarze Täter kannte, und auch weiße Opfer. Eine Million Europäer haben die Araber in die Sklaverei geführt, eine Zahl, die zeigt, dass der Wunsch nach historischer Wiedergutmachung nicht so leicht zu erfüllen ist, wie manche meinen. Was wäre ein besserer Ort, um über historische Perspektiven zu debattieren, als eine Hochschule? eingefahrene Denkweisen herausfordern, sich mit Tatsachen beschäftigen, auch wenn sie unangenehm sind, den Diskurs ins Freie führen. Das ist die vornehme Aufgabe der Universität. Dafür wird die akademische Welt vom Staat mit viel Geld ausgestattet. Dafür genießen Professoren eine materielle Absicherung, die ihresgleichen sucht. Eine Woche vor dem geplanten Auftritt in Erlangen erreichte Fleig ein Schreiben des Professors, der ihn eingeladen hatte, des Archäologen Andreas Grüner. Mit dem größten Bedauern sehe er sich gezwungen, die Einladung zurückzuziehen, schrieb Grüner. Was war geschehen? Das fragte sich auch Fleig und bat um Rückruf. Am Telefon darauf ein zerknirschter Kollege, der beteuerte, wie leid ihn das alles tue. Man habe sich schon sehr auf den Vortrag gefreut, aber dann habe sich der Dekan der Universität eingeschaltet, ob man wirklich einen wie Fleig eine Plattform bieten wolle. In einem weiteren Schreiben aus dem Dekanat hieß es, das Meinungsbild innerhalb der Fakultät sei eindeutig, die Gründe im Unklaren. Auf Fleigs Hinweis, als Professor stehe Grüner doch frei zu entscheiden, wen er einlade und wen nicht, bat dieser noch einmal um Entschuldigung er müsse an die jungen Leute denken. Würde er bei seiner Einladung bleiben, würde das möglicherweise Kreise ziehen und die wissenschaftlichen Mitarbeiter Repressalien aussetzen. Es täte ihm furchtbar, furchtbar leid, aber ihm bleibe keine andere Wahl. Der Kolumnist Harald Martenstein hat neulich darauf hingewiesen, dass es sich bei der Cancel Culture wie mit der Stadt Bielefeld verhält, von der Spaßvögel auch behaupten, es gebe sie gar nicht. Parallel zur Praxis der Cancel Culture hat sich ein regelrechter Wissenschaftszweig etabliert, der die Cancel Culture als Hirngespinst betrachtet. Wäre der Begriff nicht schon anderweitig vergeben, würde man von Cancel Culture Leugnern sprechen. Der bekannteste Vertreter der neuen Profession ist der Literaturwissenschaftler Adrian Daub. Daub hat ein ganzes Buch vorgelegt, das die Cancel Culture zu einem Missverständnis erklärt. Es wollten heute halt auch Leute mitreden, die bis eben noch ausgeschlossen gewesen seien Frauen, schwarze, Transmenschen. Das führe bei den etablierten Diskursanführern zu einem Störgefühl, das sie mit Cancel Culture verwechselten. Alles also Einbildung? Ich neige in der Sache eher zu Martenstein. Dafür laufen da draußen, wie er sagen würde, nicht nur zu viele Bielefelder, sondern auch Gecancelte herum. Die akademische Welt ist derzeit der heißeste Frontabschnitt im Kampf um die Meinungsfreiheit. Der Fall Fleig ist dabei so interessant, weil er die Grenze verschiebt von der offenen Auseinandersetzung ins Heimliche und Verdeckte. Bis heute ist unklar, woher die Initiative zur Ausladung kam. War es der Aster, der sich beschwerte? Oder ein Kollege, der fand, dass jemand, der daran erinnerte, dass der Sklavenhandel auch schwarze Nutznießer hatte, nicht nach Erlangen passt? Oder war es am Ende eine einsame Entscheidung des Dekans, der schlechte Presse fürchtete? All das liegt im Unklaren. Es gibt noch nicht einmal eine Begründung, weshalb Fleig in Erlangen unerwünscht ist. Publik gemacht hat den Fall der ehemalige SPD-Kulturminister von Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Brotkorb. Akademischer Suizid, lautete die Überschrift seines Artikels in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aber auch Brotkorb gegenüber wollte die Universität nicht sagen, warum sie ihren Gast wieder ausgeladen hat. Der Dekan beruft sich auf Vertraulichkeit. Das ist nicht nur feige, dem Betroffenen wird so jede Möglichkeit genommen, sich gegen die Rufschädigung zur Wehr zu setzen. Wie soll man sich gegen einen Vorwurf verteidigen, den man nicht kennt? Man darf sich nicht vertun. Eine Ausladung wie die in Erlangen hat Folgen. Andere Fakultäten werden sich gut überlegen, ob sie noch eine Einladung aussprechen. Es braucht nicht viel, um sich das Gespräch vorzustellen. Ach, muss es der XY sein? Der ist doch so umstritten. Lass uns jemand anderes nehmen. Die Zeit, als umstritten zu sein noch ein Grund war, jemanden erst recht zu bitten, ist lange vorbei. Heute ist das ein Todesurteil. Das ist das Gemeine. Wenn man gar nicht erst eingeladen wird, braucht es anschließend keine Ausladung mehr. Dann ist man gecancelt, ohne beweisen zu können, dass man gecancelt wurde. Genau so ist es auch bezweckt. Es versteht sich von selbst, dass das alles im Namen der Meinungsfreiheit geschieht. Die Suspendierung der Freiheit, um die Freiheit zu garantieren, das ist der eigentliche Twist. Vor Jahren erhielt ich einen Anruf meines Freundes Henrik M. Broder. Ob ich am nächsten Tag in London sein könne. Die German Society an der London School of Economics hatte Bruder, den langjährigen Spiegel-Kulturchef Helmut Karasek und den gerade als Bestseller-Autor hervorgetretenen Bundesbanker Thilo Sarrazin zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Eigentlich hätte die damalige ZDF-Korrespondentin die Diskussion moderieren sollen, aber die hatte plötzlich kalte Füße bekommen. Also saß ich am kommenden Tag im Flugzeug. Am Nachmittag fand ich mich mit dem gut gelaunten Bruder und seinen beiden Mitstreitern vor Ort ein. Doch dann trat ein Vertreter der Universität an uns heran. Die Free Speech Group der London School of Economics hatte Protest angemeldet. Sarazin und Bruder seien Provokateure, deren Unwissenschaftlichkeit dem freien Diskurs schade. Dem Argument folgend, dass die Ausübung der freien Rede nachteilige Folgen haben könne, hatte die Verwaltung die Nutzung des Hörsaals untersagt. Die Diskussion fand dann doch noch statt, im Ballsaal des nahegelegenen Waldorf-Hilton. Der Vorsitzende der German Society, Mark Vielmann, Sohn des bekannten Brillenhändlers, verfügte über die nötigen Kontakte so war es am Ende eine Hotelkette, die die Ausübung der Meinungsfreiheit sicherstellte gegen die Free Speech Aktivisten. Der deutsche Professor war noch nie ein großer Kämpfer für die Freiheit. Man soll mit historischen Vergleichen vorsichtig sein, aber an dieser Stelle muss man es vielleicht doch erwähnen. Als die deutsche Professorenschaft 1934 aufgefordert wurde, einen Eid auf Adolf Hitler abzulegen, gab es lediglich zwei Hochschullehrer, die diesen verweigerten. Der eine war der Theologe Karl Barth, der war allerdings Schweizer. Der andere war Kurt von Fritz, Professor für Altgriechisch an der Universität Rostock. Manchmal lohnt es sich vorzustellen, wie sich Menschen in einer anderen Zeit, in einem anderen System verhalten hätten. Wer in Erlangen studiert, hat nun eine begründete Vermutung, was seine Professoren angeführt vom Dekan Rainer Trinczek angeht.